Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich möchte mit euch über Vergangenes, Aktuelles und Zukünftiges reden. Und wenn du neugierig bist, dann kannst du jetzt gerne dranbleiben. Falls du neu bist auf diesem Kanal, kannst du mich jetzt gerne abonnieren, falls du es nicht schon getan hast. Und lass einfach schon mal ein Like da für den Algorithmus. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und legen einfach los. Also bis gleich, los geht's. Ja, fangen wir also erstmal mit der Vergangenheit an. Was gibt's zur Vergangenheit zu sagen? Ja, in der Vergangenheit, wie man ja weiß, habe ich noch öfters Videos gebracht, noch regelmäßiger und vor allen Dingen sie gestaffelt. Da lag es aber auch daran, dass ich noch Triops hatte und das auch irgendwie komischerweise noch funktioniert hat bei mir. Jetzt in letzter Zeit hatte ich halt leider nicht so viel Zeit dafür, weil ich halt andere Sachen nebenbei gemacht habe. Dazu kommen wir jetzt auch noch, aber erstmal zur Vergangenheit. Also, ich habe nicht wirklich den Kopf dafür gehabt, ehrlich gesagt, und ich habe es nebenbei auch probiert. So ist es nicht. Ich habe ja selbst noch an sich Aquarien mit Fischen drin. Die muss ich ja so oder so versorgen und dementsprechend mache ich das nebenbei trotzdem, dass ich es dann hin und wieder mal probiere. Aber anscheinend sind halt nicht die Voraussetzungen gegeben, dass es bei mir klappt. Dementsprechend ist es aber nicht so, dass ich mir nicht weiter Gedanken mache über den Kanal oder über Content, was ich in Zukunft bringen könnte oder allgemein Triops. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe, überhaupt über Triops nachzudenken oder überhaupt irgendwas mit Triops zu machen. Nein, ganz im Gegenteil, weil da kommen wir jetzt mal zu dem Aktuellen. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn wir mal drüber nachdenken, ich habe keine Triops gerade zurzeit da oder es klappt bei mir nicht, was sollte ich euch da auch zeigen. Also es wäre ja nur enttäuschend oder verschwendete Zeit für euch, dieses Video überhaupt einzuklicken. Und dementsprechend ist es natürlich für mich schwierig, Content denn auch auf diesem Kanal zu bringen. Also könntet ihr zum Beispiel mir auch mal Vorschläge bringen, was ich hier bringen soll oder bringen könnte noch. Wenn ihr noch über etwas anderes was sehen wollt, über andere Tiere eventuell, dann könnt ihr das auch fragen. Dann könnten wir mal gucken, ob wir das einrichten können, ob das klappt irgendwie. Und gegebenenfalls könnte ich ja zum Beispiel auch sowas machen, dass ich vielleicht mal Kanäle von euch vorstelle, die noch nicht so groß sind, wenn ihr darauf Lust habt. Oder unter anderem auch Projekte von euch zeige oder Webseiten, sag ich mal, über Triops. Oder im Endeffekt sogar Bilder von euch. Sendet mir doch einfach gerne Bilder zu. Ich werde einen Discord-Kanal jetzt noch eröffnen. Das werde ich jetzt gleich auch tun im Anschluss des Videos. Und dort können wir praktisch uns dann Bilder teilen zum Beispiel. Und wenn ihr wollt, könnte ich die dann auch zeigen auf dem Kanal praktisch. Und so haben wir eine größere Reichweite und können auch jeder mal sehen, was wir so für Triops haben, welche Arten, wie der ein oder andere das auch handhabt. Vielleicht entsteht ja so eine kleine Community. Wäre cool unter anderem. Also wenn ihr Lust habt, schreibt das mal in die Kommentare. Dann können wir darüber mal nachdenken. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Aktuellen. Also zum aktuellen Standpunkt ist das nun mal so, dass ich viel an der Webseite gearbeitet habe, viel an dem Projekt allgemein, den Triops Lebenssimulator, der ja eigentlich auch auf dem Kanal hier bekannt ist als Triops Gotchi, ist aber ziemlich nach hinten gerutscht. Man hat kaum noch was davon gehört oder weniger haben es überhaupt wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe damals mal einen Simulator angefangen, der sollte eigentlich ja, die Zucht selbst, also den Lebenszyklus nachsimulieren im Endeffekt und ihr sollt daran lernen können, im Endeffekt, wie man Triops züchtet. Also ich hatte den Gedanken dabei gehabt, eigentlich, müsst ihr euch vorstellen, dass Triops sind ja nochmal Lebewesen und die werden in so einen Anzuchtkästen verkauft und werden als Spielzeug eigentlich im Endeffekt angeboten. Ja, als Experimentierkasten so und sind ab 8 Jahren. Und gehen wir jetzt mal davon aus, es sind ja immer Tiere, dort schlüpfen welche und ihr wisst nicht Bescheid, wie ihr damit umgehen sollt. Dementsprechend entstehen ja auch einige Fragen auf dem Kanal, die ich in der Vergangenheit schon beantwortet habe, auch gerne und auch noch heute noch gerne beantworten werde, wenn ich jetzt in letzter Zeit Kommentare übersehen habe. An die Leute, an die zum Beispiel keine Kommentare geantwortet habe. Tut mir leid, ich habe es übersehen, im Endeffekt, weil ich auch noch einen anderen Kanal habe, auf den ich Musik mache. Und das ist ja auch noch eine Sache, eine Leidenschaft von mir. Ich mache nebenbei noch Musik und
Da lade ich dann auch ab und zu mal wieder was hoch, wenn ich was gemacht habe. Und ich programmiere halt und dementsprechend, ja, sitze halt viel daran. Das ist halt der aktuelle Standpunkt und möchte jetzt aber langsam wieder, dass der Kanal anrollt und dass wir zusammen wieder, ja, aktiv werden und Triops züchten und gegebenenfalls auch nachher auf meiner Webseite triopsgigant.eu oder gegebenenfalls triopsgigant.de, könnt ihr beide benutzen, die Domains, die sind aktiv. Ja, auf der Webseite sollen nicht nur die Informationen vorhanden sein über die Triops, dort werden demnächst auch noch mehr Fragen drauf auf der Webseite kommen und die ich dann beantworten werde dort, die ihr nachlesen könnt. Vielleicht auch unter anderem hilfreich sein werden, aber dieser Triops-Lebenssimulator, der Triops-Kochi, wie er ja heißt, soll im Endeffekt dort auf der Webseite dann auch verfügbar sein. Und an dem arbeite ich noch aktuell und dort arbeite ich jetzt, ich glaube, schon 2 Jahre dran und er ist aber jetzt eigentlich im Endstadium, also ist jetzt fast fertig und er wird jetzt demnächst von mir, wie gesagt, hochgeladen und dann könnt ihr ihn spielen und natürlich ja, bewerten und ich hoffe, er wird euch gefallen. Also er soll den Lebenszyklus von Triops direkt nachsimulieren. Ihr werdet dort wie ein kleines Becken bekommen, wo denn die Triops drin schlüpfen, Eier legen, futtern, überleben müssen natürlich, auch mal rangeln können. Ihr seht die auch direkt, das wird richtig animiert sein. Wird zwar kein 3D sein, also nicht zu Fehler warten bitte, sondern es wird schon noch gezeichnet sein. Und da an die Zeichner unter euch, wenn ihr Pixelbilder erstellen könnt oder kleine Bilddateien erstellen könntet, einen oder andere, der vielleicht zeichnen kann, gut oder so, oder denkt, er könnte gut zeichnen, kann es ja mal ausprobieren und könnte mir die dann vielleicht dann bei Discord senden natürlich. Dort werde ich dann einen kleinen Kanal einrichten dafür, wo man denn diese Bilder uploaden kann oder mich unter anderem vielleicht auch einfach privat anschreiben und dann kommunizieren wir miteinander, was ich da für Formate brauche oder was ich eventuell für Sprites brauche, ne? Also für Bilddateien praktisch für das Spiel. Ne? Und ja, dort entwickle ich jetzt immer noch aktiv dran und wie gesagt, ich bin jetzt bald fertig und ich habe das Ganze alleine geschrieben und musste mir auch noch ehrlich gesagt sehr, 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 sehr viel beibringen und habe graue Haare gekriegt und lange, lange Nächte hinter mich gebracht, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt und er wird euch am Ende gefallen. Das hoffe ich natürlich stark und na, wenn es denn nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann war die Arbeit trotzdem nicht umsonst. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auf jeden Fall, und eine Menge Freude bereitet. Und ja, das ist eigentlich das Aktuelle. Es wird praktisch jetzt dazu kommen, dass wir in Zukunft mehr wieder Triops-Content sehen, auch allgemein. Also ich möchte wieder Triops ansetzen. Ich möchte ja natürlich noch einige Arten zum Sortiment hinzufügen, die ich dann auf der Webseite präsentieren kann, die ich gezüchtet habe, worüber ich Bescheid weiß, die ich vielleicht auch mal ein bisschen genauer ins Detail untersuche und dann natürlich wieder darüber berichte. Und ja, soweit im Endeffekt war das jetzt schon der praktisch der aktuelle Teil und der zukünftige Teil. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr bis jetzt zugehört habt und reingeschaut habt und würde sagen, ja, dann sehen oder besser gesagt hören wir uns im nächsten Video. Danke, dass du dabei warst und ja, ciao, ciao, das war's.